Wo ist denn die scheiß Lücke, wo wir noch absaufen? Hier hinten, ich bin schon dabei. Jetzt, wir stecken. Wir saufen nicht mehr ab. Holy shit, war das knapp! Okay, können wir jetzt irgendwie noch mehr das Wasser rausholen hier oder müssen wir das rausschöpfen? Wir haben irgendwo Eimer, oder? Echt jetzt, das ist ein Eimerfall? Jetzt regt es auch noch, ey. Ich weiß nicht, ob das ein Eimerfall ist, aber es ist ein Fall, ehrlich gesagt. Es sinkt doch schon wieder, oder? Nee, es steht nicht mehr fest, es sinkt. Ich meine, das Wasser sinkt. So, das kann sein. Oh, es hält, ich habe einen Eimer voll gemacht. Guck mal, wie das schon abgesunken ist. Ist ja realistisch zumindest. Ich komme aber nicht mehr hoch. Jetzt muss ich das jetzt gezielt über Boy, jetzt auch noch das Wetter scheiße. Ja, ich sehe es gerade schon. Nur schlimmer. Hat auch so ein Minispiel, um den Eimer zu füllen. Wenn man das gut macht, füllt er mehr. Ich hab jetzt den Eimer von deinem Schiff kurz genommen, ne? Ich hatte keine Lust nochmal auf meinen zurück. Ja, Holz auch schon wieder leer. Ich sehe jetzt an dieses Dings ran, da holen wir uns Holz. Du segelst jetzt nicht weg, ich muss wieder auf mein Schiff. Oh, ich kann meine Leuchtpistole abfeuern. Seht ihr mich? Guckt ja. In den Himmel. Yes. Oh, Silvester. So, was nehme ich mit? Munition, Segler, Kletterausrüstung. Dann halt, meine Damen. Wirklich toll. Schöne neue Hose, Frank. Ja, da lacht er, da lacht er. So, Kletterhaken. Enderhaken habe ich noch. Schild nehme ich mit. Fernrohr brauche ich nicht. Wassersack habe ich nicht. Also was ich auf Lager habe, sind Kletterpickel, Enderhaken, Fernrohre, Schilde und Wasserschläuche. Ja, schön. Weil die ganzen normalen Waffen sind wie gesagt alle beim Team auf dem Schiff. Okay. Ich nehme ein Schild mit. Na, da sehe ich sie liegen, die gute Big Johnson, die weg. Alter, bei wie viel Prozent waren wir, als wir die gerettet haben? 10? Naja, das ist wieder voll. Hier gibt's Giraffen. Dann hat sich das alles gelohnt. Das ist dieser Tiger. Bleib bloß fern von mir. Das ist direkt ein Skorpion. Ja, mehrere. Ja, natürlich. Der kommt sofort wieder angerannt. Ach, leck mich doch. Toll. Zwei Tiger, die mein Loot bewachen. Das ist sehr nett. Nice. Vielleicht nimmst du einen von uns mit und Waffen. Die waren eben noch im Dschungel. Bin ich gerade an dem Dings und... Was mir hier noch fehlt, ist dieses. Gibt's eigentlich eine Taste für alles rausnehmen und fertig? Oder muss man hier sich immer alles einzeln rausziehen? Ja, ich meine, es gibt so einen Button. Hey, Diva! Du bist nur 200 Meter entfernt. 180, 170, 160. Da, ich sehe dich. Ah. Der Tiger ist an Land, oder? Ja, ich habe mir jetzt, weil ich auf dich zugeschwommen bin, gerade aus. Doch, da ist er wieder, ja. Genau. Oh, guter Schuss. Fast tot. Ja, war ein Headshot. Ja, jetzt da geht er auf dich los. Das ist aber nur einer von beiden. Nice. Wie gesagt, du solltest wirklich von der Big Johnson dir eine Schusswaffe holen, Martin. Ja. Das sind Armbrüste, Harpunenwerfer, Pistolen.
Und so ein Headshot kann manchmal gut helfen. Den nehme ich aber jetzt aus, bevor er weg ist. Ja, ich habe hier gerade einen toten Manta-Rochen gefunden. Den nehme ich jetzt aus. So, Mann, jetzt zeigst du mir, wo deine Leiche ist und der zweite Krieger. Ja. Aber dann muss ich mich wieder um mein Schiffchen kümmern erstmal. Ah. Du kannst auch den Rest auseinandernehmen. Du kannst das mit Werkzeug schneller als ich. Ich hau da mit meiner Hand drauf. Ansonsten ist das an sich eine ganz schöne Insel, wenn man dich plötzlich von lauter Rauch überrascht. Das da vorne ist der Krieger, oder? Das könnte er sein, ja. Der folgt gerade. Ja, der rennt schon wieder zu dir. Na, im Moment jagt er die Möwe. Oder ist hier noch einer? Jetzt jagt er mich. Jetzt jagt er dich. Renn zu dir, renn einfach weg! Ja, der rennt schneller als ich! Nice. Da bockt sich mal nieder. Ich splatter gerade ein bisschen, aber es hört schon wieder auf. Ich will dann aber unbedingt hier mal die Berge erklimmen. Ah. Ja, ist von der Gegend her ist das schon ganz schnuckelig so. Ich hoffe, dass ich da oben Kristall finde. Oh. Ich weiß gar nicht, 4 Piratencamps haben wir hier auf der Insel, also aufpassen. Mhm. Manta mit dir. Ja, ja. Hab Spaß, mein Freund. Ja, ich bin aber nicht zum Schiff, auch. Du, ne? Was soll denn der Rochen gegen das Schiff machen? Der greift's an. Wir haben's nicht gerettet, damit so ein scheiß Rochen jetzt das Schiff wieder versenkt. Wie soll denn ein Mini-Rochen das Schiff versenken? Das schwimmt doch schon wieder weg. Er kann's aber angreifen, deswegen habe ich gesagt, zieh's nicht hin. Wenn ich sag, zieh's nicht hin, heißt das, zieh's nicht hin. Ich bin ins Wasser gesprungen, um zum Schiff zu schwimmen. Dann warte ich doch nicht, bis der mich angreift und dann wieder umzudrehen. Doch, eigentlich schon, ehrlich gesagt. Nein. Doch. Machst du die allgemeine Truhe? Da kommt das ganze Essen rein, was der Marlin verwaltet. Ich hab eh gerade schon das ganze Essen da reingetan. Bring ich mal noch mein Aloe Vera dazu. Aloe. Alter, wie geil, Kakao! Hast Hunger, gell? Ja, ich gebe mir meinen Karten kurz aus zu essen, der hat Hunger, der meckert hier schon mich an gerade. Kleinen Moment. Jo. So, dann muss ich da auch Munition für mitnehmen. Ja. Die einfachen Kugeln. Was nimmst du mit? Was habe ich denn jetzt hier? Diese komische, gewöhnliche Pistole. Steinschloss. Genau, ja, das sind dann einfache Kugeln. So, dass ich nicht wieder auf dieser Insel fähr. Recken zu. Aber am besten machst du mal ein, zwei Probeschüsse dann auf der Insel auf dem Müll oder so, dass du das Nachladen mal siehst. Weil das Nachladen ist ein Minigame. Okay. Da läuft quasi der Balken ab, wenn du R drückst und wenn du an einer richtig markierten Stelle schnell links klickst, lädst du schneller nach. Ist ja interessant. Das alles und mehr. Wie spät haben wir es denn eigentlich? 5 Uhr, dachte ich mir doch. Genau, wenn ich mir meinen Tee gemacht habe. So. Ausdauer regenerieren.
Und so seltsam leuchtende Steine. Schwefel! Wir haben hier Schwefel! Wir haben bei uns auf der Insel auch Schwefel. Was? Hab ich schon abgebaut. Sie liegen irgendwo zwischen euch und mir. Schwefel! Das sagt mir keiner. Ich dachte, das hättest du schon gesehen, da du ja schon mehrere Stunden auf dieser Insel verbracht hast, bevor ich da überhaupt angefangen habe. Hab ich jetzt nicht für... Ich hatte keine Zeit für sowas. Duffel, guck mal hier oben, hallo! Wo? Hallo! Hallo! Wo? Ach da! Und ist das hier für ein ominöser Brocken? Ist das einfach ein größerer Schwefelbrocken? Basalt! Das ist doch bestimmt wieder einfach nur... Ja, klar. Das ist einfach wieder nur ein Feuerstein. Aber, Achtung, es gibt für manche Sachen braucht man verschiedene Arten desselben Materials. Da steht dann 2x7 Öl zum Beispiel. Dann brauchst du 2 verschiedene Öle. Das braucht man zum Beispiel bei dem U-Boot, was man bauen kann. Also ist es nicht so dumm, wenn hier irgendwelche Feuersteinarten sind, die wir nicht haben auf der Insel. Wir haben ja im Prinzip nur den normalen, glaube ich. Dass man die auch mitnimmt. Oder sich zumindest merkt, dass es die hier gibt. Ist das Ding jetzt nachgeladen oder nicht? Weiß ich nicht. Werde ich sehen, wenn er jetzt... Wenn er schießt, ja. Nur dass es... Na, ah, noch ein Skorpion. Was soll ich mich eigentlich hier aufrüsten? Ich habe noch super viele Punkte. 228 Punkte zu verteilen. Holy shit. Ja gut, Zähmen wahrscheinlich, auch... ja. Zähmen und so. Ja gut, Zähmen kannst du machen, bauen ja soweit du willst. Und dann halt was... Was dich ja mal willst du selber Rüstung machen können, Schusswaffen können, Artillerie für Kanonen- und Munitionsbau, Seefahrt, wenn du Schiffe bauen willst, selber kochen, Kapitäns, da du ein Schiff steuerst, sind die Kapitänsfähigkeiten halt ganz sinnvoll, weil die machen dann sowas wie Schiffsverfallraten reduzieren, die Crew levelt schneller und so weiter. Das sind halt alles bei diesen Kapitänssachen, die sind echt nicht blöd. So. Bei Seefahrt, ne? Nee. Also bei Seefahrt schaltest du den Kapitänsbaum frei und dann gibt es einen extra Kapitänsbaum. So. Oh. Fuck. Ich hänge am Berg und habe keine Ausdauer mehr. Ich habe mich überschätzt. Ich habe glaube ich keine Laterne mitgenommen. Au. Habe ich eine Laterne? Komm schon. Naja, ich sehe gar nichts. Jodsalz! Oh, schön. Ist auch noch Salz. Ja. Dafür muss man den verfickten Berg hoch, ey. Nehme ich wenigstens ein bisschen was mit. Mal sagen können. Hammer. Jod. Hammer. Okay, da unten ist ein Piratenlager und da ist noch genau unter mir ist ein Piratencamp. Hallo! Oh, es hat schon wieder Steinhäuser. Ich sehe schon wieder 3 Stunden lang auf diesen Steinhaus einkloppen. Kack ihn weil aufs Dach. Weil da ein beschissener Pirat sich im Steinhaus verschanzt. Dauert immer Stunden.
Egal, ich muss weiter hoch. Hallo. Es ist herrlich da oben. Nein. Oh, jetzt bin ich hier wieder bei dieser, diesen Piratendingens. Das ist schon ein crazy shit hier. Wenn er damit irgendwas machen kann? Piratendinge habe ich auf unserer Insel ganz allein ausgerottet. Nein, die haben hier an der Küste in die Felsen so einen riesen... Ach, diese Totenschädel? ...Dings da an die Wand geschlagen, ja. Ja. Okay, da komme ich an der Dicht nicht hoch. Das sagt mir mein zermarterter Rücken nach diesem Versuch. Problem ist, dieses Fluggerät einzusetzen, weil es so unkontrolliert fliegt manchmal. Du weißt nie, in welche Richtung der wegspringt. Deswegen ist es jetzt hier irgendwie um. Was da steht? Das ist mit einer glatte Felswand. Ein winziger Vorsprung. Da drauf steht so ein scheiß Vogelfisch und grinst mich an. Hier kann man stehen! Sind das Edelsteine? Habe ich ein Fernrohr dabei? Fernrohr? Ich habe kein Fernrohr dabei. Da hat gerade ein Mann einen Stein in seine edelsten Teile bekommen. War nicht meine, deswegen ist es lustig. Hier liegen Eier rum. Einsammeln, einsammeln. Ausländische Hühnereier. Man das nicht pflücken hier. Und ich das nicht pflücken. Schlagen. Gut. Seit wann muss man denn für eine Kakaoernte den ganzen Baum umhacken? Unrealistisch. Ist bei Trauben aber leider ähnlich. Hier hat sehr viele Elefanten. Schwein! Schwein Sau! Sehr viel Schwein. Und haben sie auch ein Schwein gehabt. Hier ist ein Getrempel hier. Hallo, hey! Wenn du nicht angreifst, greifen dich auch nicht an, oder? Doch, wenn du zu nah gehst. Ganz guter Indikator ist, wenn sie sich in deine Richtung drehen und auf dich zufahren, dann haben sie getriggert. Könnte man fast so vermuten. Auch schon ab. 7 verdammte Schiffe. 7 verdammte Schiffe. 7 verdammte Schiffe. Irgendwas Penis. Mit 7. Verdammte Schiffe. Ich habe in weiser Voraussicht, dass bei uns irgendwann alles zu Schrott geht, das Schiff nicht Rote Baronin, sondern Rote Baronin 1 genannt. Wir kennen uns. Es muss nicht die letzte bleiben. Das ist echt nicht mehr dran bauen. Das Resultat meiner gesamten Kletterpartie
sind 204 Diodsalz und 124 Kristalle. That's it. Ja. Woo. Immerhin. Immer noch überladen. Gibt's ja nicht. Na, Fasern, schon wieder Fasern. So sieht das aus, das ist auch toll. Kann ich eine Truhe bauen? Wahrscheinlich finden wir dazu irgendwelche wichtigen Sachen. Marlin, wir können auch die Baronin beladen und uns dann erstmal auf dem Rückweg machen. Stroh. Ja, das Problem ist, dass ich irgendwo hingelaufen bin, zwischendurch zu viel Scheiße eingesammelt habe und jetzt hier durch die Gegend schleiche, schon als versuche hier irgendwelche Holzdinger hinzubauen, dass er endlich mal das Material abarbeitet. Aber es hilft nichts. Mir fehlt dann ständig Fasern, also sammle ich wieder Fasern ein und weil hier in dem hohen Gras überall blöde Steine liegen, wird es halt nicht besser mit meinem Inventar, wenn ich dann irgendwelche doofen Steine einsammelt, die ich überhaupt nicht haben will. Kacke da. Einfach jetzt auch ausgesucht Menschenverstand. Ich habe glaube ich zwei Armbrustpfeile reingejagt. Armbrust hat mal halt eine schnellere Schussfolge als der Bogen. Das war ganz praktisch. Ganz pragmatisch. Ja, wie kann ich denn hier auf der Insel eigentlich nichts abbauen gerade? Oh. Das kann wieder der Bug sein, dass ich zu weit weg bin. Dann geht's nicht. Das ist dieses Feeder-Ring, dass der Host zu weit weg ist. Ist ja auch witzig. Das ist meistens bei so selbst gehosteten Spielen. Schade, geht nicht. Ja, wir kommen gleich nach Hause. Ah, die Kiste steht. Wenn's der Martin schafft. Ja, jetzt. Wenn nicht, lasse ich dir das Ruderboot hier. Jetzt schmeiße ich hier das Material hier mal weg. Das ist gutes Baumaterial, aber das kriegen wir daheim auch. Den Rest lasse ich, der ist nochmal wichtig. Aber das können wir dann jederzeit irgendwann theoretisch hier wieder abholen. Es wird nie irgendjemand machen. Aber es geht mir einfach ums Prinzip, dass man das theoretisch hier noch holen kann, dass es nicht verschwindet ist. Stößt zufällig jemand dann drauf. Es kommt irgendwann einer hierher und denkt, oh, hier hatte mal jemand was gebaut, auch eine geheime Schatzkiste und dann ist da was drin, Holz. Man wird sich denken, wow, welcher Arsch war das? Aber leider hatten wir hier auch keinen Honig oder sowas, ne? Nee. Honig, Zuckerrohr. Also wir waren auch immer noch kein Mehl. Wir waren halt auch noch nicht so richtig im Landesinneren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da noch ein bisschen was ist, aber dann müssen wir uns mit diesen Piratencamps anlegen. Gut, ich war ja oben und damit in der Mitte von der Insel. Ah. Da war ich ja, aber da waren keine anderen Pflanzen. Okay. Müssen wir wohl noch auf andere Inseln reisen. Aber wir haben hier ja Limetten und Kakao gefunden. Das ist schon mal was eben.
Wenn wir jetzt noch Desperados finden. Ganz schönen Abend. Scheibchen Limette rein. Ich wäre für Tequila, weil wir haben Limetten und ich hab Salz in die Kiste. Also. Ja, dann Tequila! An der Stelle kommt normalerweise Applaus. Der ist gerade am Nachdenken. Das war alles gerade von euch, nur kein Applaus. Martin! Wir wollen stechen! Alles klar! Soll ich zu dir oder holst du mich ab oder wie machen wir es? Ich glaub's ja wohl nicht, dass ich mit der Galeone jemanden abholen komm. Ja, gut, dann Wird zwar dunkel, aber es ist gerade halbwegs ruhig. Okay. Dann versuche ich jetzt irgendwie mal. Kannst du so ein bisschen zu diesem, du weißt, was ich meine, dieses Piratenportal-Dings fahren? Da ist das Wasser ja ziemlich tief. Du musst ja sonst ja nicht anlegen. Sonst muss ich da nämlich nochmal komplett drum rumschwimmen. Ja, aber ich muss ja mit dem Wind gehen. Der Wind führt gerade nicht in eine gute Richtung. Ah. Der Wind führt gerade nach Osten weg und wir müssen nach Südwesten. Der führt nach Nordosten. Also ich muss eh gegen den Wind fahren. Da kann ich jetzt keine Umwege machen. Da konnte ich es nicht ändern, dann muss ich halt erstmal wieder laufen. Ja, lauf, ich hole so lange noch Material. Ich nehme so viel mit, wie ich Zeit habe, bis du da bist quasi. I'm on my way. Wenn ich jetzt da oben hochkäme, dann aber komme ich halt nicht. Mit ein Stück fliegen. Der Elefant hat gerade einen Baum umgenockt. Was ist denn mit dem los? Haben sie bei uns auf der Insel auch schon gemacht. Alter, du fettes Vieh! Bist du voll aggro oder was? Aggro! Aggro! Alter, fettes Vieh, bist du voll aggro! Oh, jetzt wird's dunkel hier, ne? Ist aber auch geil, dass das hier eine Level 1 Insel ist und die Piraten sind noch nicht so schlimm. Aber das Schiff zerlegt fast unser zweitgrößtes Schiff und die Viecher an Land murksen unsere Leute ab. Das ist eine Level 1 Insel. Ja gut, die Insel ist Level 1. Die Mobs halt nicht. Der Belach. Genau. Ding immer abnehmen, wenn du es brauchst. Das macht mich überhaupt nicht langsam. Das diskriminierst mich. Hoha! Hoha! Du hast zwei Schildkröten am Schiff. Hoha! Herr Thjorben. Wie geht's Susi? Geht Susi noch gut? Wer ist denn Susi? Ja, Susi geht's noch gut. Ja. Ach, deine Liebschaft an Bord. Nicht du kleine Süße. Ich muss mir doch was von meinen Reisen mitbringen. Und wenn es ein kleiner Affe auf der Schulter ist. Ernst, ehrlich? Du hast dir einen Affen geholt. Ja! Segelsteuerung. Finger weg! Ja, ich mach nix, Ich krieg ja nur Ärger von dem Mr. Falls mein Schiff nicht an, du hast keine Ahnung, ich bin der Einzige, der was kann. Nein, fass mein Schiff nicht an, du hast keine Ahnung, weil du dich noch kein bisschen damit beschäftigt hast. Scheiß Captain. Schmeuter. Ab sofort mach ich nix mehr. Reichs-Captain? Wo ist denn jetzt die Leiter hier hin? Toll, man kann hochklettern, aber wenn man... Da, doch da. Ja, da ist er doch. Gott sei Dank. Gott sei Dank, da ist nix, er ja. Das hat nichts mit Gott zu tun. Ich hab die Leiter dahin geschraubt. Oh oh. Verbande geradeaus und zwar ziemlich fette. Ach du Scheiße. Abdrehen. Abgehen. Kanone links bereit machen. Ein großes, ein mittleres, ein kleines. Drehen ab, die haben Angst vor mir. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher.
Ich hoffe es für uns. Also für sie meine ich. Haha! Scheiße. Ja, wirklich ernst. Ja, der Kleine zieht weg. Der Große dreht auch ab. Bauen die Kanonen wieder ein. Haben wir sie verjagt. Insel voraus. Oh, ja, ist aber zu weit nördlich gekommen, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, wo wir jetzt hin müssen, aber momentan steuerst du voll auf die Küste zu, also entweder rechts oder links vorbei, aber das ist nicht gut. Ja, na links, ich drehe ja schon. Rechts, ja, nee, ist egal. Ist egal. Das ist Martin so egal. Der große Verdammte hat noch nicht ganz abgelassen, aber jetzt dreht er wieder weg. Ich glaube, er hat doch Schiss. Nebel über der Heimatinsel und es regnet. Timo, regnet es bei dir? Nee. Von hier aus sieht es aus, als würde es regnen. Hätte aber auch der berüchtigte Nebel des Krieges sein. Was total bescheuert ist, wenn wir die Insel schon kennen. Aber egal. Ist ja trotzdem Krieg. Stimmt. Timo gegen Elefanten. Das ist eine harte Nummer. Du musst doch ein bisschen weiter nach links ziehen. Wenn ich hier seit Limetten mitbringe vom Schiff. Musst mehr nach links zu ziehen, stehen wir noch voll auf die Insel. Ja, drauf. Aber links ist immer noch das verdammte Schiff. Ja, aber wenn du weiter geradeaus fährst, dann läufst du auf Land. Das Gute ist ganz eingeschlagen, Martin, die ist nicht schnell. Ich sag ja nur, er will ja nur einigermaßen gut meinen Job hier oben im Krähennest machen. Dann Kräh! 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 Das verdammte Schiff da links nähert sich aber auch verdammt nah unserer Küste einfach. Ja. Ja, jetzt geht er auf Confrontation. Oh, jetzt, ja, der dreht halt so seine Kreise. Ja, aber mir ein bisschen zu nah, ehrlich gesagt. Na. Greifen die auch Inseln an? Naja, wenn die Schiffe, die da angelegt sind und die Gebäude. Ist die Pistole kaputt gegangen. Küste geradeaus. Ich küsste auch mal schief. Das wird echt unangenehm mit den Verdammten da drüben. Ich denke, der ist noch links. Du überfährst Fridas freundlicher gleich. Ja, ich versuche ja schon zu ankern, aber er wirft ihn nicht aus. Er kriegt ihn nicht raus. Ja, aber die Kurvenlage ist gut. Jetzt kommst du drum rum. Ah. Jetzt hat er geankert. Wir sind zwar ein gutes Stück weg vom Hafen, aber ich traue mich ehrlich gesagt auch nicht näher ran. Hm. Da links das verdammte Schiff ist immer noch. Da ist noch eine Flaschenpost im Wasser. Und da hinten ist mein See. Wie lange der Anker auch braucht, bis er unten ist. Klapper, 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 klapper. Ah, jetzt ist der Verdammte nicht mehr zu sehen. Er ist doch. Schwick, gefloppt. Den auch mit dem Fernglas nicht mehr, sehr gut. Was ist denn das für eine süße Plattform da am Wasser, bei deinem Schiffchen? Ich glaube, das ist, da hat der Patrick ein bisschen was drauf gedübelt. Ah, so. Frieda ist ja eher. Es ist noch nicht zu spät. Ja. War so unangemessen. Ekelhaft. Hä, was fehlt noch zum Floß? Oh, man braucht hier auch kein Floß. Scheiße. Und wieder zurück. Hallo, Martin. Hi. Diese lange Landebahn hier ist halt auch einfach genial. Man hat viel Platz zum Auslaufen. Okay, deswegen habe ich so gebaut. Ja, ja. Nur deswegen. So, ich kenne mich in deinem Lager hier überhaupt nicht aus. Was kommt jetzt hier alles wohin? Alles beschriftet. Bei den Säcken ist der erste Obst, der zweite Gemüse, dann Fischfleisch. Oder umgekehrt, bei den letzten beiden weiß ich es gar nicht.
Kiki Kaki Hahn. Nein! Mit Louis. Wo ist das? Sind das deine Kackelefanten, die du jagst, die gerade meine ganzen Tiere umbringen? Nee, mein Elefant ist hier, den ich jage. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Hatten wir das bei Ark nicht auch schon mal? Jemand, der permanent irgendwelche Riesentiere zähmt, die alle anderen zertrampeln? Das war Kiki Kaki. Das war vor allem Little Louis. Oh. Was war Little Louis? Ja, der Elefant eskaliert da nämlich gerade total und das ist einer, der extrem angeschossen ist. Ja, ich bin hier mit meinem. Immer noch. Jetzt ist er tot. Ich glaube, du brauchst eine sehr dicke Mauer. Ah, fuck, der ist zu stark einfach. Samantha hat's gerade so überlebt. Oh Mann. Scheiß Elefant. Little Louis. Jetzt kann ich keine Affen mehr. Jetzt habe ich keinen männlichen Affen mehr. Kein Sex? Mehr? Scheiß Dreckselefant. Gehen wir hier sowieso schon die ganze Zeit auf den Sack, dass sie hier also rumlaufen. Den fange ich ein. Samantha. Boom. Du gehörst mir. Geht's dir gut, Samantha? Oh Gott. Zementa ist ein bisschen angeschlagen. Die arme Zementa. Da liegt die Leiche von Kiki Kagian. Er hat auch einen scheiß Namen gehabt, muss ich dann sagen. Keine Kritik, aber er hat schon einen beschissenen Namen gehabt. Er war schon hart nicht glücklich mit seinem Bild. Jetzt auch nicht, ob diese. Oh, Little Louis. Weiß nicht, ob die irgendwie. Ne, eigentlich waren die nicht darauf eingestellt, hier mein Land zu verteidigen. Das ist so ein Modus, wenn der Elefant vielleicht einen Zaun von dir gerammt und beschädigt hat. Hm. Kann sein, dass die auf den losgegangen sind. Und wehende Fahnen ehrenhaft. Wenn das der Grund war, dann bin ich schon ein bisschen stolz. Als ich nämlich ankam, musste ich dem Elefanten nur noch eine einzige Kugel reinjagen, dann war er tot. Ich erinnere an den Kampf, Dodo. Das war so gut. Dann haben die ihn wirklich. Dann bin ich ein bisschen stolz auf sie, wie die den jetzt gerade niedergemacht haben dann. Der Kampf, Dodo, der im alleinigen Kampf, während wir schon alle geflohen waren, unser Haus verteidigt hatte. Gegen die übermächtige Saurierhorden, möchte ich sagen. Das brauche ich nur, leider. Einen neuen Hahn und einen neuen männlichen Affen, weil ich nämlich jetzt hier nur noch Weiber in meinem Stall habe. Nichts mehr mit Sex. Wo sind die Limetten? Im Obstsack. Mach sie nicht alle leer. Der erste Sack, wenn du ins Lagerhaus reinkommst. So, Frachtfloß beladen. Hui! Ich hab schon wieder Hitzewallung. Ah, das ist, weil ich meine Kampfausrüstung an habe. So. Mach schon mal bekannt mit Ilse. Hurra! Aha! Hurra! Gutes Gespräch. Ah! Er hat überhaupt was dazu zu sagen. Ja, kann ich das Floß hier nicht landen? Das ist ein Scheiß. Männlicher Affe. Beschreiben Sie sich mit zwei Worten.
Männlicher Affe! Passt er durch unsere Tür, der Elefant? Nein. Ja, doch. Durch die Tür müsste passen. Er passt durch. Da kann man das bloß nicht ankern. Wie flach muss das denn sein, ey? Komm, Louis! Der zweite. Da rennt ein Elefant gerade ins Wasser. Oh mein Gott, ist der dumm. Wer tötet jetzt Wenn die Haie Wenn der mir meine Bude kaputt macht, Timo! Er stirbt gerade. Schlecht, ne? Auch für den Elefanten, der sie jetzt. So, einen Sattel brauche ich jetzt für den. Aus am besten gleich in Stufe 2 Sattel. Wo mache ich den? In der Gerberei. Normaler Sattel, Sattelstufe 2 ist es dann. Ja. Ah, Sattelstufe 3 geht auch, ne? Achso, ja, gut, hab ich bei mir noch nicht. Also hab ich noch nicht freigeschaltet, wenn es geht. Umso besser, umso mehr, umso so, besser, umso mehr. Little Susi. Geht noch ein Ticken Tierhaut. 5 Tierhaut, 10 Tierhaut fehlen. Das ist bestimmt noch in der Schmiede hier drin. Ja, aber Gott sei Dank, die krieg ich irgendwo bestimmt noch raus, 10 Stück. Ja. Oh, Danke. Schau mal, wer seinen fetten Arsch da. So, Stuffel, wo ich gerade schon drauf sitze, kannst du mich nach Hause bringen? Da ist nach Hause. Zu meiner, nach links raus quasi aus der Basis, zu meinem Horst. Sitzt du? Ach, du sitzt da unten? Ja, ich sitze auf diesem Beistellstuhl jetzt. Komm mal, reicht die dritte Person. Gott, wackelt das alles hier. Ich kotze gleich vom Stuhl. Ah! So, wohin? Ja, da links quasi den Strand lang. Gute Richtung. Also schnell ist der nicht, ne? Nee. Aber das kannst du ans Transportkarren kann ich dran machen. Ja, kann ich ans Pferd auch, aber der kann halt wesentlich mehr tragen. Und mit dem kannst du, glaube ich, auch Bäume fällen und so. Probieren. Oh ja. Kannst abbauen, ne? Beim Schlag, 200 Holz. Das Gute an dem Transportkarren ist, also du musst einen Karren dran bauen und dann auf diesen leeren Karren hinten drauf einen großen Schrank. Dann wird der automatisch zum Transportkarren. Und alles, was du da rein tust, wiegt nur halb so viel, wie wenn du es normal ins Inventar tun würdest. Gut. Muss damit nicht falsch verlaufen, ne? Ich sehe ja nichts. Doch, weiter. Heißer Kakao. Dafür fehlt uns noch Minze? Ja. Also Harz, Kakao, Milch oder Wasser, Minze und Salz. Wenn wir noch Minze hätten, könnten wir Kakao machen. Für Schokopudding? Dann ist es nur Pudding. Da brauchen wir das nicht für. Für den Monarchenkuchen auch nicht. Hanos, die Leckereitorte. Komm, Horst, wir gehen ausreiten mal wieder. Ich zeig dir deinen neuen Freund, Rudi. Der ist fast so groß wie du schon. Ich bin zufrieden mit meinen kleinen Tierchen. Ich brauche nicht sowas Übertriebenes, Überzogenes. Elefant. Ich jetzt erstmal. Wobei, da ist wahnsinnig viel Zeug drin. Wenn du den mal schlachtest, der hat ein Wahnsinn an Fleisch und Kram. Krass. Er hat gerade mit 3 Schlägen 3000 Holz geholt. Auch die Bäume. Und du fragst dich, warum wir keine Bäume mehr haben. Ich frag mich nicht mehr. Naja, ist ja voll geil. Wenn du da einen Karren dranhängst, kannst du halt richtig geil fahren. War schon mit dem Pferd, weil das so viel transportieren kann, geil. Aber wenn er natürlich noch so viel abbaut. Ah.